Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Wall-E-Update. Ich kann es kaum glauben, aber der Kleine ist tatsächlich schon 6 Wochen bei mir. Wahnsinn, wie schnell die Zeit verrennt. Ich komme kaum hinterher, euch auf den neuesten Stand zu bringen und deswegen tue ich das jetzt mal in diesem Video. Wir haben in den letzten Wochen fleißig trainiert, haben unter anderem auch Urlaub bei meiner besten Freundin gemacht, waren in der Heimat gewesen. Und eigentlich möchte ich das eher nicht in diesem Video erzählen, hatten sogar einen kleinen Unfall gehabt, aber dazu später mehr. Was Spielverhalten und Kommandos angeht, haben wir natürlich auch ein paar Fortschritte gemacht. Wir toben immer noch zusammen auf der Wiese herum, das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Wir haben jetzt aber auch angefangen, Leckerlis suchen zu spielen. Das heißt, ich lasse ihn praktisch an einem Leckerli schnüffeln und werfe es dann auch irgendwo hin auf die Wiese. Und Wally hat irgendwie Probleme damit, dieses Leckerli wiederzufinden. Also er braucht immer ewig, bis er das wieder erschnüffelt hat. Aber damit ist er sehr beschäftigt und ich glaube, das macht ihm Spaß. Also er freut sich wirklich, wenn ich was wegwerfe. Ich hoffe ja, dass wir das irgendwann mal zu einem Holzstöckchen ausbauen können. Aber bis jetzt ist das auch ganz okay und ich finde es eigentlich recht süß, wenn Wally so über die Wiese schnüffelt und nach diesem Leckerli sucht, obwohl es ja eigentlich fast vor seiner Nase liegt. Als wir bei meiner besten Freundin Leo waren, sind wir auch an den See gefahren und dort mussten wir zum ersten Mal mit Wasser in Berührung kommen. Beziehungsweise wir haben es ja eigentlich hier rund um Jena schon mal ein bisschen versucht, bei manchen niedrigen Uferstellen, aber so richtig geheuer war ihm Wasser noch nicht. Das hat sich jetzt am See auch nicht geändert. Er ist auf jeden Fall schon mal freiwillig mit reingekommen, bis zum Bauch ungefähr und dann dachte er sich so, na, ich warte lieber am Ufer und hat sich dann halt riesig gefreut, wenn ich aus dem Wasser zurückgekehrt bin und eben nicht beschlossen habe, eine Meerjungfrau zu bleiben. Ansonsten, was Kommandos angeht, hört Wally jetzt sehr gut auf seinen Namen. Er kann die Alltagskommandos, er kann Sitz, er macht mittlerweile Männchen und er kann Check. Das finde ich sehr süß. Es hat eine Weile gedauert, bis er kapiert hat, was ich von ihm wollte. Aber er kann es jetzt und es sieht so süß aus, wenn er mal eincheckt und sich dann total darüber freut, weil er das richtig gemacht hat und ich mich dann freue. Da pushen wir uns immer so ein bisschen gegenseitig hoch. Wally hat mittlerweile 3 neue Hunde kennengelernt in der letzten Zeit. Damit meine ich nicht solche, die man einfach mal kurz beim Spazierengehen begegnet und dann nie wieder oder nur mal so flüchtig kennenlernt, sondern wo man halt wirklich zusammen mit dem anderen Besitzer spazieren geht und was zusammen unternimmt. Und zuerst haben wir eine französische Bulldogge namens Hubi kennengelernt. Diese war sehr wild und extrovertiert gewesen. Da war Wally erstmal so ein bisschen, oh mein Gott, was will dieser Hund von mir? Dann in der Heimat haben wir einen kleinen Collie kennengelernt namens Quadro. Mit dem hat Wally tatsächlich auch schon ein bisschen gespielt. Leider ist er halt in der Heimat und nicht hier, weswegen das eher schwierig ist, da den Kontakt weiter aufzubauen. Und gestern haben wir dann endlich mal den Beagle Mix kennengelernt, plus Besitzerin, die wir eigentlich schon ständig beim Spaziergehen antreffen, aber irgendwie haben wir noch nie miteinander gesprochen oder unsere Hunde zusammen spielen lassen. Da ist nur das Problem, das ist noch ein sehr junger Hund, der ist gerade mal 5 Monate alt und ist eben noch sehr wild verspielt und kann auch noch nicht so richtig die Hundesprache von anderen deuten. Und Wally spielt zwar mit ihm, also gestern hat ihm das schon Spaß gemacht, aber er fühlt sich auch schnell überfordert, weil der kleine Hund einfach nicht weiß, wann Schluss ist und Wally denkt sich dann mittendrin irgendwann so, oh, ist gut, jetzt geh mir nicht auf den Sack, hau einfach ab und fängt dann halt auch an zu knurren und will so seine Grenzen setzen. Und ja, da werden wir auf jeden Fall noch dranbleiben. Wir haben gestern auch Nummern getauscht und ich hoffe, das wird jetzt wirklich was für Wally werden. Jemand, dem man häufiger begegnet und mal sehen, wie sich das dann so entwickelt mit ihm und dem Beagle. Wally ist eben auch eher so dieser introvertierte Hund, der sich langsam an neue Bekanntschaften rantastet und sich dann schnell überfordert und genervt fühlt von extrovertierten Hunden, die halt gleich rauf und gar nicht so richtig langsam machen, sondern so halt wirklich wild sind und um ihn herumspringen und sofort mit ihm spielen wollen. Das ist dann für Wally eher nervig, aber er ist jetzt nicht ängstlich im Umgang mit anderen Hunden, er ist halt meistens nur genervt. Was Menschen angeht, hat Wally viele, viele neue Kontakte kennengelernt. Zum einen meine beste Freundin, ihren Freund Patrick, dann noch viele Freundinnen von meiner Mitbewohnerin, die uns besucht haben und natürlich auch Max. Und bei Max war ich mir ja nicht so sicher, wie wird Wally reagieren? Wird er eher eifersüchtig sein oder wird er ihn total ins Herz schließen? Und das Zweite war der Fall gewesen. Wally war eigentlich schon von Anfang an begeistert von ihm gewesen.
Er hat natürlich erstmal kurz geschnuppert und dachte sich so, okay, wer ist das jetzt? Aber Wally orientiert sich eben auch sehr stark daran, wie ich mit Menschen umgehe. Und als er gesehen hat, okay, das scheint ein wichtiger Mensch für mich zu sein, war Wally halt auch sofort sehr anhänglich, ließ sich kraulen und ja, hört mittlerweile auch ganz gut auf Max. Also teilweise gab es dann wirklich schon so Szenen, wo ich ein bisschen eifersüchtig war, weil die halt einfach sehr gut miteinander harmonieren. Aber lieber so, als wenn Wally ihn überhaupt nicht abkönnen würde. Eine Sache, mit der Wally aber nicht klarkommt, das sind Kinder. Die sind ihm wahrscheinlich zu laut, zu wild, zu quietschig, wie auch immer. Er hat da eher Angst vor und bevorzugt es eher, um Kindern einen großen Bogen rumzumachen. Aber ich glaube auch, dass Wally vielleicht in seiner Vergangenheit irgendwie schlechte Erfahrungen mit Kindern gemacht hat, dass er da halt von Anfang an wirklich sehr misstrauisch und eher ängstlich gegenüber ist und am liebsten gar nicht in die Nähe von Kindern kommen möchte. Wir üben ja auch immer noch, dass Wally alleine bleiben kann. Komplett allein ist Wally jetzt maximal immer so 2 Stunden. Damit kommt er auch super klar, solange er hier in der WG ist. Ich meine, das ist jetzt sein Zuhause, hier kennt er sich aus, hier ist alles vertraut und ich glaube, hier ist es am wahrscheinlichsten, dass ich auch wieder zurückkehre. Lustigerweise ist es eher so, dass ich mit dem Alleinebleiben nicht mehr klarkomme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel beschließe, mit Max Abend nochmal irgendwo was trinken zu gehen und sobald wir aus dem Haus sind, denke ich mir so, ach Mann, der Wally ist jetzt ganz alleine. Ich will wieder zurück zu ihm, können wir ihn nicht mitnehmen? Also irgendwie habe ich viel mehr Stress, wenn Wally nicht bei mir ist, als andersrum. Gerade auch, wenn ich irgendwo langlaufe und dann kommen uns vielleicht gerade andere Hunde entgegen und Wally ist eben nicht dabei, dann denke ich mir so, ach Mensch, wenn der Kleine jetzt dabei wäre, dann hätte er wieder ein paar Kontakte knüpfen können und so. Ja, ich glaube, ich leide eher. Eigentlich müsste man das Alleinbleiben mit mir üben und nicht mit Wally, denn Wally kommt damit klar. Womit Wally aber nicht klarkommt, das ist das Alleinebleiben draußen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt kurz zum Bäcker huschen möchte und ihn vor der Tür anbinde, er also noch in Sichtweite ist, das klappt überhaupt nicht. Da kriegt Wally regelrecht Panikattacken. Es war sogar schon mal so schlimm, dass ich ihn mit in den Laden nehmen durfte, weil der Besitzer des Ladens einfach Mitleid hatte, wie Wally sich ja gerade reingesteigert hat. Also er fängt da richtig an zu jaulen und zu fiepen. Er fängt an zu zittern, zerrt richtig doll an der Leine, weil er mir einfach folgen will. Ich kann das ganz gut nachvollziehen, dass er dieses Verhalten zeigt, weil er war ja ein Straßenhund. Und wenn wir einfach davon ausgehen, dass er vielleicht wirklich mal eine Familie hatte und dann irgendwie ausgesetzt wurde, irgendwo angeleint oder einfach, ich sag jetzt mal, in den Wald geschmissen, wo das Auto dann weggefahren ist, dann kann ich das ganz gut verstehen, dass Wally damit nicht klarkommt, draußen irgendwo alleine angebunden zu sein. Und eigentlich wollte ich das mit ihm trainieren, aber ich glaube, in nächster Zeit lasse ich das erstmal sein. Das ist viel zu viel Stress für Wally. Wir haben das auch probiert, dass Max bei ihm geblieben ist. Also, dass ich zum Beispiel kurz einkaufen gegangen bin und Max und Wally haben draußen gewartet. Das hat minimal besser geklappt, aber auch nicht so, dass es eine Lösung wäre für uns. Dann ist Wally halt wieder so wie damals am Anfang, als Moritz auf ihn aufgepasst hat. Dann macht er sich total steif, fängt an zu zittern, weigert sich auch nur einen weiteren Meter ohne mich zu laufen und verharrt dann eben an der Stelle und wartet so lange, bis ich wieder da bin. Dann frisst er nichts mehr, er macht gar nichts, bis ich wieder da bin. Das ist ein bisschen wie in dem Film Hachiko, wo der Hund auch die ganze Zeit auf seinen Besitzer wartet, der dann halt leider nicht mehr zurückkommt. Aber Gott sei Dank bin ich bisher immer zurückgekommen, von daher ist es eigentlich noch ganz gut. Was die Leinführigkeit betrifft, kann Wally eigentlich ohne Probleme an der Leine laufen. Ich muss mich halt darauf einstellen, dass er der typische Linksläufer ist. Das heißt, er ist immer nur an meiner linken Seite. Und würde ich ihn an der rechten Seite haben, würde er mir ständig vor die Beine laufen. Von daher läuft er immer brav links neben mir. Ich kann das gut akzeptieren, denn sonst macht er ja keine Probleme. Er läuft wirklich perfekt an der Leine. Da gibt es auch gar nicht mehr wirklich was zu trainieren oder zu sagen dazu. Es funktioniert einfach. Und leider hatten wir letztens auch einen kleinen Leinenunfall gehabt. Ich habe es ja schon am Anfang erwähnt. Das war so gewesen, wir waren mit einer Flexileine unterwegs gewesen und die war halt auf festgestellt gewesen. Heißt, sie hat nicht mehr flexible Leine gegeben, sondern war auf einen bestimmten Abstand eingestellt. Und wir wollten eigentlich durch den Park laufen, Max und ich und mit Wally natürlich. Und ich wollte mich auf eine Bank setzen und habe dann aus Versehen irgendwie, ich wollte die Leine ablegen, aber habe sie dann irgendwie fallen lassen. Und von dem Geräusch hat Wally sich erschreckt, ist dann 1 Meter zur Seite gesprungen. Aber dadurch, dass die Leine ja kurz gestellt war, ist ihm praktisch das ganze Ding, wo man halt seine Hand reinmacht, diese Halterung, ist ihm dann praktisch um die Ohren geflogen.
wodurch Wally sich noch mehr erschreckt hat. Er hat dann angefangen, wirklich so vor Angst zu schreien und zu jaulen. Das ist wirklich schwierig zu beschreiben. Ist dann halt weitere Meter gerannt und die ganze Zeit ist ihm halt diese Leine hinterhergeflogen und sie hat halt die ganze Zeit auf den Boden geklappert und man muss sich das vorstellen, wie wenn man praktisch hinter einem Hund Böller zündet, der weiß nicht, was da kommt, aber Wally ist halt komplett in Panik geraten, ist erst durch den kompletten Park gerast und als er halt gemerkt hat, dass dieses Ding ihn immer noch weiter verfolgt, ist er halt auch auf die Straße und war einfach weg gewesen und das war für mich so richtig der schlimmste Moment in meinem Leben. Ich habe ihn gerufen, ich bin ihm hinterhergelaufen, aber in dem Moment war Wally einfach nur noch im Angstmodus gewesen. Der kam gar nicht mehr klar. Der hat wirklich gejault. Alle Leute haben uns angestarrt. Zum Glück war das um die Mittagszeit rum gewesen, wo gerade nicht so viel los war auf den Straßen. Ich hatte so Angst, dass Wally überfahren wird. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hätte am liebsten losgeheult, aber ich musste erstmal diesen kleinen Hund hinterherrennen und er ist einfach nicht stehen geblieben. Und ich dachte mir irgendwann, als meine Kondition komplett am Arsch war und ich mich gefühlt habe, jetzt würde ich gleich ohnmächtig werden, wenn ich weiterlaufe. Irgendwann muss ich ihn laufen lassen und wenn er nicht zurückkommt, dann ist das komplett alles meine Schuld gewesen. Und ich habe mich so schlecht gefühlt in dem Moment. Gott sei Dank, und das war wirklich mein Glück, hat sich Wally dann irgendwann in ein Gebüsch, in so einen Strauch verhakt, beziehungsweise er die Leine hat sich verhakt. Und Wally ist dann stehen geblieben und ist zur Ruhe gekommen. Und dann konnte ich ihn nehmen und ich hatte so Herzrasen. Wally hatte so Herzrasen gehabt. Das war so schlimm. Wir sind da bestimmt erst mal 10 Minuten an der Stelle sitzen geblieben. Ich war so dankbar, dass nichts passiert ist. Aber das war wirklich für mich der schlimmste Moment gewesen, den ich mit Wally bisher durchstehen musste. Ich hatte so Angst um ihn. Boah, das war einfach furchtbar. Das wäre uns aber auch bestimmt nicht ohne Leine passiert. Also da ist es so, wenn Wally sich erschreckt, dann hüpft er einen Meter zur Seite, guckt, was da passiert ist und dann war es gut. Das Problem war halt wirklich bei diesem Unfall gewesen, dass die Leine ihm die ganze Zeit um die Ohren geflogen ist. Und sie hat sich ja natürlich auch nicht anders eingestellt, weil sie war ja fest gewesen. Ach Mensch. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie ich weiterfahren soll mit diesem Video. Am besten rede ich einfach weiter im Kontext. Um in die Heimat zu kommen und überhaupt um Leo zu besuchen, sind wir natürlich auch mit der Straßenbahn und mit Bus und Bahn und was auch immer alles gefahren. Davon ist Wally noch nicht so ganz der Freund. Er ist da eher ängstlich und unsicher, aber viele Schaffner waren sehr verständnisvoll und freundlich uns gegenüber gewesen und haben gesagt, nein, der Kleine muss nicht in der Box sitzen. Er darf auf meinem Schoß sitzen. Er darf keinen eigenen Sitzplatz besetzen. Aber er darf auf meinem Schoß sitzen und die Fahrt dort verbringen. Und sobald er auf meinem Schoß saß, hat er sich augenblicklich beruhigt, hat sich zusammengerollt und hat eben auf meinem Schoß geschlafen, die ganze Fahrt lang. Und es war halt für mich auch ein bisschen angenehmer, weil ich wusste, okay, jetzt ist es nicht ganz so schlimm und stressig für Wally. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende des Videos angekommen. Und hier noch unsere Ziele für die nächsten Wochen. Zum einen ist unser primäres Ziel, den Fellwechsel von Wally zu überstehen, denn er verliert gerade sein Sommerfell und das ist nicht gerade wenig, was er jetzt gerade so in unserer Wohnung verliert und man muss da wirklich hinterher sein mit den Bürsten und Staubsaugen und alles. Aber ich bin sehr gespannt auf seinen Winterlook, wenn das Fell dann dichter und plüschiger wird, wie er dann am Ende aussehen wird. Ich würde Wally auch gerne noch das Kommando Platz beibringen, weil wenn er immer nur Sitz macht, dann ist er trotzdem noch sehr angespannt, gerade wenn wir irgendwo anders sind. Und wenn er Platz könnte, dann wüsste er, okay, das dauert hier länger, dann lege ich mich gleich hin. Naja, ich würde mich freuen, wenn das alles klappen würde. Und für euch gilt auch wie im letzten Video, wenn ihr coole Hundespiele oder coole Tricks oder sowas kennt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was man mit Wally mal einstudieren könnte. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr so geduldig wart und wieder so lange zugehört habt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao!